Hallöchen, liebe Kunis, und herzlich willkommen zu einem kleinen, kurzen, aber knackigen Spontan-Stream hier auf unserem Radio Raccoon-Kanal. Der Chevy ist gerade parallel dazu noch bei sich im Stream online. Chevy, sag mal was, ob man nicht hört. Was? Was? Alles klar, man hört den Chevy, perfekt. Okay, ich glaube, ich muss dich ein bisschen lauter machen. Ja, Ruffy, ganz schnell, ganz kurz, Ruffy, komm rüber auf Radio Raccoon TV. Wir sind live da und da beim Showcase von Resi 8 DLC. Genau, ja, nicht nur DLC, sondern generell das Showcase von gestern. Genau. Du siehst auch mein Screen hier, mein YouTube-Screen, ne? Ich sehe gerade, genau, ich wurde gerade schwarzes Bild, weil du nicht gestartet hast. Genau, alles klar. Dann würde ich sagen, dann legen wir einfach mal los. Erstmal schön, liebe Kunis, dass ihr am Start seid hier. Ich muss nochmal eben kurz hier den Screen aufmachen für... Nee, das geht gar nicht. Okay, alles klar. Egal, scheiß drauf. Wir feuern einfach mal den Trailer ab und dann pausieren wir manchmal zwischendurch und labern ein bisschen dazu. Los geht's. Hello everyone, I'm Tsuyoshi Kanda. I'm Tsuyoshi Kanda! Thanks to all of our fans, Village has sold over 6 million units worldwide. Hallo? Ist 6 Millionen Einheiten verkauft viel bis jetzt? Das Spiel ist ein Jahr draußen? Das ist schon viel, oder? Ich weiß nicht. Was verkaufen Games sonst so? Ich kann es nicht sagen, ich kenne mich da gar nicht aus. Aber kann man googeln. Hallöchen, Tim. Ja, google mal. Würde mich mal interessieren. Ich glaube... Also... Wie viel hat Resident Evil 7 verkauft? Also Resident Evil 7 alleine hat auf jeden Fall mehr verkauft als das komplette Silent Hill Franchise zusammen. Das habe ich mal gelesen. Die besten Launch-Spiele aller Zeiten. Mal gucken. Was haben wir denn nicht? Donkey Kong NES. Das Spiel mit dem Nintendo Siegeszug. Bla bla bla. Pro Epic, du Nudelmuffelkopf, hab bei dir 9-monatige, sagt der Ruffy. Wow. Das ist krass. Bei mir? Da. Was? Also hier steht 16 Jahre nachdem er gegangen ist. Also Ethan meinen die wahrscheinlich damit, ne? Ja, klar. Denke ich auch. Also spielt das doch 16 Jahre später. Also wie wir gerade schon gesagt haben, im Instagram-Stream spielt das ja im Jahr 2038. Schon krass irgendwie. Hallöchen Jen, was geht ab? Schön, dass du da bist. Das heißt ja nicht direkt, dass es auch irgendwie jetzt, ich sage jetzt mal, sehr futuristisch sein muss. Es wird wahrscheinlich trotzdem Basics, also jetzt nicht irgendwie Lasergewehre, sonst meine ich jetzt. Ja. Das wird normal sein, denke ich mal, vom Gameplay her. Ich finde es trotzdem strange. Sieht man dich? Ja. Man sieht dich im Stream, ja? Ach du Scheiße. Zu viel für die Leute, ey. Die hängen gleich alle. Okay, hier haben wir nochmal ein kurzes Recap zu Resi 8 zum Ende. Crapcom. Was? Crapcom? Wirklich? Das will ich nicht hören. Das ist irgendwie ein geiles Bild, oder? Ja. Also ich denk mal, dass es trotzdem, weiß ich nicht, ob das echt ist. Ich glaube nicht, dass sie sich da jetzt irgendwie in so einen Fluss oder so reinstürzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwie, man sieht ja gleich im Trailer noch, dass sie so einen Megamyzeten untouched. Und ich könnte mir vorstellen, dass das quasi so der Übergang dann in diese Gedankenwelt vom Megamyzeten ist. Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich so in den Gedanken spielt. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich auch nicht sehr lang werden, denke ich mal. Es wird sehr kurz werden, das DLC. Ja. Ein Stündchen oder so, denke ich von aus. Kurz so die Dinger, die Station durchlaufen, gehe ich von aus, sowas halt. Der DLC muss länger als eine Stunde gehen, Chevy. Was wäre das denn? Nicht. Ich bin immer gespannt, wie die das machen, ey. Capcom ist Cap. Denkt an meine Worte. Meinst du, Capcom ist Crap? Jen sagt, beziehungsweise dachte ich, dass du an einem Video arbeitest, sagt die Jen. Nee, Video jetzt nicht, aber wir haben gedacht, wir gehen mal kurz hier live. Ey, wir sind ein Resident Evil-Kanal, da müssen wir ja neue Sachen zu Resident Evil abdecken, oder? Ja, ich bin echt froh, dass ich schon zu Hause bin überhaupt. Nicht, dass ich auf Arbeit allein live gehen müssen. Ja, ist doch nicht schlimm, dann wäre ich alleine live gegangen. Musst du heute arbeiten? Nö, heute ist frei. Komplett frei. Ja, also, ja, jetzt zur Zeit, mein Frau ist am Frauentausch schauen, von daher bin ich jetzt oben ein bisschen zocken.
Oh Gott, ey. Okay. Flügelschani ist online. Hallöchen. Welcome, Stranger. Jen sagt, hallo. Fuck, ey, hätten wir doch wach bleiben sollen. Ja, es ist auf jeden Fall super viel zu Resident Evil gekommen. Also Showcase geht insgesamt 15 Minuten. Aber das hier ist nicht Resident Evil 9, sondern der Resident Evil 8 DLC. Ich mach mal weiter, ne? Jo. Halt's Maul. Okay, sie hat auf jeden Fall immer noch dieselben Klamotten an wie am Ende von Resident Evil 8. Ja. Meinst du, das spielt dann unmittelbar danach? Das wäre cool eigentlich, gell? Fände ich voll geil. Wenn das so direkt im Anschluss dazu passieren würde. Das hier ist doch das Schloss von Dimitrescu, ne? Also das heißt, Genau. Wir leave now, verschwinde jetzt. Also das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal alte Orte besuchen. Ich bin aber mal gespannt, wie viel Mühe Capcom sich gibt und ob die da auch wirklich neue Orte reinbringen oder ob die quasi nur alte Sachen wiederverwerten. Hallöchen, JC Giga, was geht ab? Hallo. Ja, das ist halt das Ding, ne? Wieder, wie das auch mit diesen Schriften, ne? Ist ja alles so mehr so Mystery, geistermäßig übernatürlich gemacht. Ja. Ich denke mal, dass es dann doch wirklich ein Hinweis auf ihre Gedanken ist, auch hier mit dem Doppelgängerin und so. Mhm. Was glaubst du, was es damit auf sich hat? Ich habe eine Theorie dazu. Dass es mit Miranda ist, meinst du das? Nee. Also ich glaube, Mother Miranda ist tatsächlich tot. Obwohl, es könnte auch Mother Miranda sein. Also die hat ja hier auch schon so übernatürliche, nicht übernatürliche, so altertümliche Klamotten hier an. Ich glaube, entweder ist das Evelyn, weil Evelyn und Rose ja auch irgendwie verbunden sind über diesen Megamyth. Ja, Nightshade, Curia schreibt auch gerade Evelyn. Oder vielleicht ist das ja auch die Tochter von Mother Miranda, die Eva. Ja. Ja, ja. Oh, ey, es sind so viele Töchter und Kinder und alles in diesen seit Serie 7 aufgetaucht, ey. Ich weiß nicht mehr, wer es ist. Das ist so schlimm einfach, ey. Jem Butter schreibt, meine Theorie ist, dass das der Megamyzet bzw. Evelyn ist. Das könnte ich mir auch vorstellen. Der durch Rose halt raus will. Genau, irgendeine von denen wird es schon sein. Aber dann treffen sich alle drei wahrscheinlich irgendwie. Und keine Ahnung, ey, feiern Party oder so. Ja, weil hier Evelyn hast du ja auch schon in Resident Evil 8 am Ende gesehen. Da hat die ja mit Ethan gelabert. Also die ist ja auch noch in den Megamyzeten drin gefangen. Daher, wahrscheinlich treffen sich da alle Leute, die im Megamyzeten drin sind, nochmal und irgendwie, keine Ahnung. Ey, das ist richtig geil. Nightshade, Kyria schreibt, also Körper übernehmen und Rose mental da einsperren. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Vielleicht lockt Evelyn Rose da rein, um quasi den Körper zu übernehmen, wie Kyria gerade sagte. Ah, das wäre geil. Das quasi wär sie lockt sie so an mit dem Gedanken, hey, du kannst hier irgendwie deinen Vater wiedersehen oder so. Und dann ist sie quasi da in dem Megamyzeten gefangen und Evelyn will dann ihren Geist übernehmen oder so. Das ist praktisch wie The Evil Within. Ja, wie The Evil Within. The Resident Evil Within. Ja, ist er echt so. Den Geist übernehmen, um rauszukommen in seinem Körper. Ich sage genau The Evil Within 1 eigentlich. Eigentlich schon, ja. Hey, ich bin gespannt, ey. Hier werden wir sehen, was. Vielleicht kommt am Ende des DLCs, sieht man so eine Katze, wie irgendwie, wie so eine Gestalt wieder aufersteht. Es soll ein Ethan sein. Dann Resi 9 ist Ethan wieder da. Nightshade Kyria schreibt, und die Gegner sind im Grunde entweder eine Art Manifestation ihrer Ängste. Ja, okay, das wäre dann wieder Silent Hill mäßig. Geil. Ich finde den Shot hier cool, da sieht Rose halt original aus wie Ethan. Ich glaube, so ein Bild. Auf diese Pistole. Ich finde es irgendwie ganz cool. Die guckt so unglaublich auf die Pistole gleich. Ja. Ich finde es voll geil. Ja. Als ob sie was zu bedeuten hätte, die Pistole. Now we have a new little rabbit to pursue. Rabbit, nicht rabbit. Rabbit. Hab ich doch gesagt, rabbit, oder? Du hast rabbit gesagt. Rabbit. Rabbit. Da. Warum hat der Dude so eine komische Maske auf? Das meine ich ja. Ich glaube, sie kennt ihn ja nicht. Oder vielleicht, ja. Vielleicht hat sie mal was von ihm gehört. Keine Ahnung. Und er will sich praktisch dadurch verstecken, dass sie ihn nicht erkennt. Obwohl man ihn erkennen muss. Also wer ist sonst so fett? Das geht halt gar nicht. Er ist nicht der Burger King, er ist der Burger Duke. Ja, krass. Und da muss man, ich glaube, tatsächlich, dass anscheinend so irgendwie aufgerollt wird, dass der Duke praktisch der Böse war die ganze Zeit. Ja.
und der das alles irgendwie eingefehlt hat, weil er vielleicht mal so mit Render loswerden wollte. Ja, ich finde das auch so geil. Am Ende von Resident Evil 8 fragt ja auch Ethan den Duke, wo er bei ihm in der Kutsche sitzt, wer oder was bist du? Ja, und der gibt ja darauf keine eindeutige Antwort. Ne? Oder es gab ja auch so ganz viele Fantheorien, ja, wie schafft der Duke das, der ja so breit ist, durch eine Tür zu kommen und immer so an verschiedenen Orten aufzutauchen und so. Gut, kann man jetzt irgendwie übergehen und sagen, ja komm, das ist jetzt einfach so gemacht, aber vielleicht gibt es ja wirklich irgendwie einen logischen Grund dahinter. Ich glaube schon, dass er praktisch der Drahtzieher ist von allem und der The Miranda aus dem Weg räumt und selbst haben praktisch. Ja, okay. Und du bist schreiben. Was dann beim Duke wieder passen würde, dass er mal als fünfter Boss geplant wurde. Ja. Irgendwie, ich habe auch mal so Videos darüber gesehen, da gab es dann Theorien, dass also jedes Haus hat ja sein eigenes Symbol, ne? Also Heisenberg ist der ist das Pferd. Der Kopf vom Pferd, genau. Genau. Dann Lady Dimitrescu ist die ist ein Vampir. Mother Miranda. Bienevento. Bienevento ist eine Spinne, also diese Seidenweberin. Moreau ist der Fisch. Und der erste Eule, gell, glaube ich, hat er auf sich. Genau. Auf dem Boden von dem Wagen siehst du so einen Teppich mit einer Eule drauf. Genau. Und die Eule steht, ist ja quasi, Eule wird ja auch oft so im Zusammenhang gebracht, zum Beispiel mit den Illuminaten und so, weil die Eule halt, ich meine jetzt damit nicht, dass der Duke ein Illuminat ist, aber die Eule ist ja halt so ein symbolträchtiges Tier, weil die Eule in der Nacht sehen kann, das heißt, die Eule kann Sachen sehen, die halt anderen Tieren im Dunkeln verborgen ist und irgendwie, das passt ja dann auch so ein bisschen, was du gerade sagtest, zu der Rolle als Drahtzieher, ne? Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es am Ende dann kommt. Am Ende ist er dann so praktisch so, die haben ja die Geschichte praktisch, die mir erzählt immer der Rose, die Gute-Nacht-Geschichte. Mhm. Da gibt es ja dann den Pferd, den Seidenweber und alles, ne? Ja. Und dann ist der Duke ist dann der Wald einfach drumrum als Symbol. Ja. Der Duke ist einfach alles. Der Duke ist einfach der alles zieht. Und Jen sagt gerade, was auch interessant ist, die Eule wird halt immer als weise und allwissend beschrieben. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hallöchen, Retro-Kater, was geht ab? Herzlich willkommen zu unserem kurzen Resident Evil Showcase Recap. Ich mach mal weiter, ne? Ja. Was ich hier halt jetzt strange finde, ist diese Gegner, die aus dem Boden kommen. Das sieht irgendwie ein bisschen. Egal, ich lass mich einfach mal überraschen. Für mich, wir haben jetzt kürzlich erst Resident Evil 1 gezockt und wenn ich dann solche Bilder sehe, denke ich, das ist mir ein bisschen zu Fantasy-mäßig. Aber abwarten. Passt wieder mehr zu Evil Within. Ja. Die sehen geil aus hier, die Dudes, ne? Ja. Das sind auch irgendwie komplett neue Gegnertypen, aber die sehen auch halt aus wie Molded. Oder, ne? Praktisch so eine bessere Version von denen, als hätte der Duke so, die so ein bisschen experimentiert. Ja. Ich hoffe nur, wir sehen im DLC Chris nicht. Der müsste doch dann langsam Rentenalter erreicht haben. Ja, also wenn das wirklich 16 Jahre später spielt, der Chris war am Ende von Resident Evil 8, war der glaube ich 48. Das heißt, der müsste da jetzt der müsste jetzt 16 Jahre später 64 Jahre alt sein. Ich würde ihn gerne sehen, nochmal in Aktion. So ein alter Chris Redfield mit so einem Bart vielleicht noch. Ja. So wie der Joe Baker, so ein richtig langer Bart. Und dann, ja. Das wäre richtig geil, ey. Irgendwie cool, aber ich finde es halt auch ein bisschen schade, dass man jetzt weiß, dass die Leute da alle alt sind. Und ich bin halt gespannt, ob Resident Evil 9 dann quasi in der Zwischenzeit spielt, also zwischen dem DLC und... Ich glaube nicht. Meinst du, das spielt nach dem DLC? Ich glaube ja, weil wir haben jetzt keinerlei Anhaltspunkte, was in der Zwischenzeit passiert sein könnte oder was so Interessantes passieren sein könnte. Mhm. Praktisch. Rose ist aufgewachsen, hat ein bisschen Probleme in der Schule wahrscheinlich gehabt und so, weil da gibt es ja diese Rückblenden auch hier im Video, wo dann, sie hat Sachen aus den Händen oder kommt Sachen aus den Händen zu Sachen, dass sie damit ein bisschen zu kämpfen hat. Aber sonst, das wäre, glaube ich, uninteressant zu spielen. So, also ich glaube, es geht halt in dem... Also sie versucht halt durch das, was sie da jetzt macht, ihre Kräfte loszuwerden. Haben die zumindest am Anfang vom Trailer einmal gesagt. Ja, das kann sein, weil sie ja dadurch auch so gemobbt wird und so vielleicht, ne? Ja. Und dann einfach keinen Bock mehr drauf hat. Ich mach mal weiter.
Genau, da kommt es ja jetzt. Shadows of Rose. Finde ich ein bisschen cheesy, den Titel, wenn ich ehrlich bin. Gehen wir auf das Titelbild zurück. Ja. Was soll das sein? Ist es dann das Schloss Dimitrescu, gell? Ja. Das ist das Eingangstor, genau. Also genau. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich auch nur Schloss spielen, das DLC. Ich glaube nicht, dass es dir weitergehen wird. Aber das fände ich aber ehrlich gesagt lame. Fände ich auch schade, aber man sieht halt nur das Schloss. Ja, stimmt schon, ne? Mehr sehen eigentlich, weiß ich nicht. Ja, ich bin gespannt, aber ja, ach, ich weiß nicht, ich will mir erst wirklich eine Meinung bilden, wenn man das dann gezockt hat, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viel dann noch außerhalb dieser Rückblendenwelt stattfindet. Ja, mal gucken. Wann aber irgendwie 28. Oktober. Das heißt, da könnte man auch einen schönen Halloween-Stream draus machen. Ist ja dann drei Tage vor Halloween. Nightshade Kibia schreibt, was mich aber leicht getriggert hat beim DLC, war eben das Schulthema. Es wird angedeutet, dass sie ständig überwacht wurde und immer im Grunde ein Sniper auf sie gerichtet war. Und dann geht sie auf eine Schule. Würde man Rose auf eine private Schule oder so schicken bei der angeblichen Gefahr? Ja, ist auch so ein bisschen komisch, gell? Ja, wir kennen ja noch nicht die Hintergründe. Vielleicht war die ja auch in einem Bootcamp von der BSAA und wurde da gemobbt. Ja, also, ja, das kann auch sein. Ich verstehe die Motivation dahinter für Rose, aber würde man sie nicht eher unter Verschluss halten? Ja, storytechnisch. Ich glaube, dafür ist sie zu. Also in der Endszene, in der Endsequenz. Mhm. Sie fährt ja mit dem öffentlichen Bus auch zum Beispiel. Und die ist mir zu ruhig und zu gefasst, sag ich mal, dafür, dass sie unter Verschluss gehalten wurde. Irgendwie, ja. Ich weiß nicht. JC Giga schreibt, der DLC ist ja auf den Megamycet und diesen Kollektivgedächtnis konzentriert. Ja, das erklären die auch, glaub ich, nochmal. Da kommen gleich noch ein paar Szenen. Wo sind... Also, ja, das ist so, weißt du siehst so einen Story-Trailer, denkst so, cool, ne, das wird vielleicht auch wieder so ein bisschen in die gruseligere Richtung gehen. Und dann drei Sekunden später Chris Redfield und wird einfach alles weg. Ich finde, der sieht hier vom Gesicht her anders aus irgendwie. So ein bisschen fetter. Nee, das ist aber, glaube ich, aus dem Promomaterial noch von Resi 8. Also, das Bild kennt man auf jeden Fall. Ja, das sieht so dick aus irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, wenn die Backen so voll so... Vielleicht hat der hier ein bisschen Ration oder so in den Backen gehamstert. Chris Fatfield. ich denke, dass es darum geht, dass sie in Wahrheit erfährt, dass sie die Wahrheit erfährt und auch Ethan vielleicht begegnet. Ich denke auch, also wenn das im Kollektivgedächtnis des Megamyceten spielt, dann wird die hundertprozentig nochmal auf Ethan treffen. Hundertprozentig. So, also man kann jetzt anscheinend im Mercenaries-Modus auch den Chris Redfield spielen. Mir war nicht bewusst, dass das bisher nicht ging. Ich habe den einmal ganz kurz angezockt. Ja, ja, ich auch nur ganz kurz. Das war zu blöd. Dann haben wir hier den Karl Heisenberg. Mit dem kannst du dich auch da durch die Meute schnetzeln. Wobei ich jetzt hier nicht verstehe, warum er seine eigenen Soldaten killt. Aber okay. Was ich geil finde übrigens bei Heisenberg auch in Cosplays, dass die Leute immer diese Feder am Hals hatten. Wirklich, ich finde es geil, mit der Feder rumzulaufen. Oder auch hier diesen Doc-Tag, den er am Hals hat. Das ist ja ein deutsches Doc-Tag, also eine deutsche Soldatenmarke. Finde ich auch voll cool. So, now what next? Okay, also Lady Dimitrescu können wir auch spielen. Ich bin mal gespannt, ob man noch Mureux und die Diarrhoe spielen kann. War auch cool. Ja, wobei. Ja, doch, Mureux, man könnte zum Beispiel. Ja, genau, der kotzt alles voll. Oder du hast dann halt so Wasserlevel, wo du dich dann zwischendurch in den Fisch verwandeln kannst und die dann so wegsnacken musst. Das wäre Hammer, ey. Ja, und cool. Mit Lady Bienevento oder Donna Bienevento könntest du ja dann zum Beispiel die Puppen dann auf deine Gegner hetzen. Ja, das wär schon coole Sachen. Also, es gibt schon und coole... dich so, vielleicht dich so unsichtbar machen, dass du nur deine Puppe bewegst und so. Und irgendwann kannst du dann den Duke spielen. Ja, Mann. Und der bleibt dann nur an einer Stelle sitzen und befeuert dann so Soldaten auf die Gegner. Okay, also Resident Evil Mercenaries. Da kommt das Third-Person-Ding, ne? Meinst du, man kann dann die Cam drehen und sieht Ethan mal in Full Glory? Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Ich glaube nicht.
Meinst du, das Gesicht liegt da auch die ganze Zeit so im Schatten? Also, dass man so das Profil sieht, so wie jetzt praktisch so ein bisschen, ja? Ja, ja. Mehr glaube ich nicht. Aber wäre cool. Ja. Ich würde mich freuen. JC Giga schreibt, ich habe den Mercenaries Mode mal angespielt, aber ist nicht so meins. Nee, also. Ist halt voll der Kontrast zum Resident Evil, sag ich mal. Ja, du spielst was Gruseliges, mehr Langsames, und dann hast du einen Modus, wo du all wegschnetzelst. Ja, aber wie gesagt, das hattest du halt in den alten Resident Evil Teilen ja auch immer. Das ja, finde ich an sich nicht so schlimm. Nur für mich wirken diese sowas wie Mercenary Modus, das wirkt für mich immer so. Schnell produzierter Content, der quasi ganz viel von den alten Sachen wiederverwertet, also Charaktermodelle, Umgebung und so. Ja. Das wirkt halt so wie Recycling vom eigenen Content. Hauptsache, die Leute kriegen irgendwas, scheißegal. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, wenn dann, wenn es dann rauskommt, alles, wie teuer es wird für die Leute, die schon Resi 8 haben. Mhm. Weil wenn es dann auch wieder 30 Euro sind, dann bin ich sauer. Also ich sag locker 30 Euro. Nein. Locker. Das ist praktisch, das eine ist nur eine Mod für dasselbe Spiel, nur andere Perspektive. Ja. Das andere und ist wenn, zwei, du, das Game, wenn du das Game auf dem PC hättest, könntest du dir ja quasi von Drittanbietern auch Third-Person-Mods runterladen. Ja. Klar, dann sehen die Animationen vielleicht nicht so mega geil aus, aber ja, keine Ahnung. Das glaube ich nicht, dass die das so teuer machen werden. Das Einzige ist wirklich Geld, was wirklich... für mich Geld wert ist es Rose DLC. Der Rest ist für mich kein Geld wert eigentlich. Ja, mhm. Also nur Mods und gut, du kannst praktisch bei Mercenaries, als würdest du die Charaktere freischalten. Dann kostet mal eine Lady Dimitrescu 3 Euro und Heisenberg auch 3 Euro, irgendwas vielleicht, ja. So, ja. In dem Sinne könnte man das dann aufziehen. Aber es wäre für mich nicht Kaufwert. Ich kaufe es, keine Ahnung. Es wäre es nicht wert zu kaufen, sag ich mal. Retro-Karte schreibt, ich frage mich, ob Ethan in Third-Person-Mode Gesichtsanimation hat. Ja, da der Typ ja sowieso irgendwie emotionsbefreit ist anscheinend. Ja. Gucken wir mal. Der kriegt gar nichts, ey. Nee, der kriegt eine Hand abgehackt. Oh, Mist. Naja, okay, gucken wir mal weiter. Ethan returns in Shirt-Person-Mode. In Shirt-Person-Mode? Ich finde, das sieht cool aus. Mich erinnert das. Sieht also, doch geil aus. Wir haben gestern Resident Evil 2 Remake angefangen und dieses mit Over the Shoulder und die Haltung und wie der läuft und so. Sieht halt also original aus wie Leon im 2er Remake. Siehst du jetzt bei der Szene mit der Tochter, die den gerade beißt, dass die Kamera immer von hinten ist. Das heißt praktisch, du siehst ihn nicht von vorne. Da wäre es halt interessant, ihn mal von vorne zu sehen, die Ausdrücke und so im Gesicht, wie die das gemacht haben, weißt du? Ja. Mit dem Blut und aber, im Gesicht und so. Also ich denke mal, die werden ja dasselbe Steuerungsschema dann übernehmen, wie zum Beispiel im 2er und 3er Remake. Und da ist das auf jeden Fall so, wenn du nach hinten drückst, dann bewegt sich nicht die Figur rückwärts, sondern die dreht sich zur Kamera und läuft dann auf die Kamera zu. Ich habe gestern extra bei Resi 2 Remake noch drauf geachtet. Ja. Die werden dem 100%igen Gesicht verpasst haben. Ja, mal schauen, mal gespannt. Also das hier ist jetzt alles in dem DLC in Anführungsstrichen drin, die Winter's Expansion, Shadows of Rose, der Mercenaries Additional Orders und Third Person Mode. Sag ich, geil, kommt es im Winter raus? Ja, weil, ist Ende Oktober schon Winter? Ethan Winters und The Winter's Expansion, also Winter kommt's raus. Das ist eigentlich ganz lustig. Winter's is coming. Mit der First Person hast du nicht jeden angesprochen. Ich hab so schon gezockt, bei mir ging's nicht. Ja, dann ist das doch perfekt für dich, Tim, dass da jetzt nochmal der Third-Person-Modus rauskommt. So, ja, ich mach mal weiter, ne? Ich glaube, er meinte, er konnte es im Third-Person nicht zocken, oder? Nein, in First-Person. Ach, First-Person, achso, sorry, ja, klar. Ja. Ja, Resident Evil Reverse. Wow! Hello Angel, da, 28.10. kommt das raus. Ja. Okay, krass, die haben hier jetzt bei dem Trailer haben die diese 2-3 Szenen aus Reverse rausgeschnitten. Was ich echt komisch finde ist, die haben Szenen aus Reverse gezeigt. Hallöchen, Magnum 44. Schön, dass du da bist. Mein Lieben. Ohne Witz, es sah original aus wie letztes Jahr zu Beta. Und da habe ich mich einfach nur gefragt, okay, warum bringt ihr das Spiel dann jetzt nicht einfach mal raus? Warum dauert es jetzt schon seit über einem Jahr, dass ihr das Game mal raushaut, wenn ihr anscheinend nichts verändert habt? Abwarten. Also vom Gameplay sah es genauso aus. Ja, vielleicht haben sie aber nichts anderes gehabt an Material, haben nur das jetzt wieder nochmal gezeigt praktisch und was Leute dazu erklärt. Hm.
Wer weiß. Also wenn das schon im Oktober rauskommt und die jetzt Mitte Juni noch kein Material haben, dann bin ich nicht sehr zuversichtlich, dass sie das Ende Oktober rausbringen werden. Ja. Weil in 4-5 Monaten programmierst du nicht mal eben so ein Spiel. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommen wird. Ich auch. Das war dazu, dass ihr meintet, dass damit keiner mehr anspricht. Ja klar, es wird genug Leute ansprechen, auf jeden Fall. Nur mich persönlich dafür dann nochmal Geld zu bezahlen, nur für eine Third-Person-Mod, brauche ich aber nicht. Aber das haben wir auch nicht gesagt. Also ich habe gesagt, ich finde die Third-Person mega geil und ich freue mich darauf. Chevy war da eher zwiegespalten, aber was du, glaube ich, meinst, Tim, ist das mit dem, dass wir, glaube ich, mal in einem Podcast gesagt haben, dass wenn die jetzt noch einen VR-Modus rausbringen, dass das halt niemanden mehr so richtig abholt, weil die meisten, die auf das Spiel gewartet haben, das ja schon kennen. Also ja, genau, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass das ja Blödsinn ist, wenn die jetzt VR-Mod rausbringen, das glaube ich, wird das Third-Person-Mod eigentlich an sich, ja, die VR-Mod. Das ist eine andere Perspektive. Aber für Leute, die das Spiel schon kennen, bockt es nicht wirklich. Also mich interessiert ehrlich gesagt die Third-Person-Kamera mehr als die First-Person-Kamera, als die VR-Mod. Ja. Naja, okay. Also jetzt entschuldigen. Ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt entschuldigen Sie sich hier nochmal, dass das so lange gedauert hat mit dem DLC. Okay, jetzt rollen die quasi noch mal so ein bisschen auf. Ey, man muss sagen, das sieht schon geil aus in Third Person, ja, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Sieht schon cool aus. Nur es wäre halt cooler, wenn es dann auch zum ersten Mal so spielen würdest. Vor allen Dingen voll cool, dass du hier auch schon quasi so einen Blick auf Chris hast in der Third Person. Ja. Wo der gegen den Uriash kämpft. Wo ich da sagen muss, ich finde irgendwie, er sieht doch ein bisschen steif aus. Der Ethan? Echt? Wenn du jetzt nochmal zurückgehen willst, siehst du ja, wie er quasi da runterspringt. Kurz zurück, noch ein bisschen weiter. Und gleich danach, genau. Lassen wir laufen, scheißegal. Ich finde, das sieht eigentlich schon smooth aus, ehrlich gesagt. Er läuft sehr steif und jetzt praktisch da. Er springt runter und ist direkt gerade und läuft weiter. Hä, voll nicht. Der bounce doch voll einmal am Boden so ab. Findest du? Ja, mega. Habe ich nicht so wahrgenommen. Da. Der geht doch sogar noch mal so runter. Ja, ganz, ganz schnell halt. Fuck, so. Ah, fuck. Einmal so. Ich weiß nicht, aber irgendwie kam es für mich so ein bisschen versteift vor. Ist ja egal. Trotzdem cool auf jeden Fall. Nightshade Courier. Cool. Ja? Nee, erst du. Erst lesen. Okay, Nightshade Courier sagt, es wirkte eher wie hingeklatscht. So, hier kommt es bezogen auf Reverse. Ich erwarte da jetzt nicht die mega Taktiken etc. Bei der etwas Chat mehr. Geht immer automatisch schon. Aber etwas mehr hätte ich mir schon gewünscht. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen. Das wird kein vollwertiges, mega geiles Game. Das ist eher so ein bisschen nebenbei, nice to have. Du könntest einfach komplett andere Charaktermodelle draufklatschen. Es wäre einfach irgendein Deathmatch-Shooter. Oh, ich finde es halt cool, so als Resi-Fan, wenn du da quasi die Maps, wie zum Beispiel das RPD, nochmal abrennen kannst und dich dann gegenseitig da ein bisschen abknallen kannst. Hallo an den lieben Chris, der ist auch da. Hallihallo, mein Lieber. Schön, dass du reinschaust. Hallo. Ich fände es cool, als kleines Gimmick, wenn du praktisch die Kapuze aufziehen könntest. Ich würde gerne mit Kapuze spielen irgendwie. Als Ethan? Ja. Ja, das wäre geil. Magnum44 schreibt, muss mal mein Feedback zum DLC geben. Bin echt enttäuscht. Third Person, Söldnererweiterung und dann ein Nebenspiel mit Rose. Das mit Rose ist echt hohl, finde ich. Es spielt im Schloss, was explodiert ist, 16 Jahre nachdem Ethan gestorben ist. Haben die das Schloss neu aufgebaut oder wie? Oder wieder, ich denke mal, soll oder wie heißen. Hätte mir eher das mit Ethan gewünscht, eine Erweiterung oder so, aber das ist echter Mist. Also, so wie ich das verstanden habe, soll Shadow of Rose quasi in so einer Art Gedankenwelt, also quasi in dem Hive Mind vom Megamyzeten spielen. Von daher können die ja quasi Passagen aus dem Dorf nehmen, wie sie wollen, weil es spielt halt nicht am echten Ort, sondern nur in einer Erinnerung. Ich wäre auch gerne mal wieder an den Ort zurückgegangen, wenn es explodiert ist. Mhm. Ist auch cool. Ja, das wäre auch cool gewesen. Weil da hättest du dann vielleicht noch so machen können, dass irgendwelche neuen Wege freigelegt wurden oder irgendwelche Höhlen oder so. Richtig. Ja.
Das Marvelous schreibt, diese Shadow of Rose-Scheiße könnte mich nicht weniger jucken. Ich bin auch, also ich freue mich drauf, ich werde es auch zocken, aber so richtig gehypt bin ich jetzt nicht. Ich hätte auch irgendwie mir ein bisschen was anderes erwartet. Das klingt halt wieder alles so krass zusammengedichtet, einfach so, ey, wir können wir machen, ach komm, die denkt sich einfach, was sie macht. Ja. Und dann können wir alles nochmal nehmen, wie wir es schon haben. Ja. Es ist so halt, warten wir ab. Ich finde es, also, ne, wir können uns ja noch gar kein richtiges Urteil erlauben, weil wir es ja noch nicht gezockt haben. Vielleicht fügt sich das ja auch alles mega sinnvoll zusammen und ist mega cool und so. Aber man hat halt immer so diesen Beigeschmack, okay, das ist einfach nur, die haben alte Sachen jetzt nochmal recycelt, ja. Um kann sich möglichst wenig Arbeit zu machen. Meine blöde Zwischenfrage, aber ist Resi 8 jetzt auch ein Third-Person spielbar? Demnächst kommt das DLC mit lieber Kaiju. Genau. Dann am 28.10. Genau. Ja. Dann ist das Spiel bei auch Third Person. So, ich mach mal weiter, ne? Ja. Ja, jetzt kannst du überspringen. Ja, ich lass das jetzt einfach mal durchlaufen. Das hat so Vor allen Dingen New Stages are included und dann zeigen die hier die Mühle aus dem Moro-Level. Naja. Ja, ich brauch's halt, es macht mich halt. Nee, er hat mit seinem Roboter gekämpft. Der Roboter hat für ihn gekämpft, praktisch. Echt jetzt? Ja, ja. Und Dimitrescu kann so einen Stuhl schmeißen. Das heißt, sie hat immer so einen Köcher mit ganz vielen Stühlen drin, ja. Nimm so. Ja, aber was geil ist, du kannst bei Lady Dimitrescu ja auch echt irgendwie so einen, weiß ich nicht, so einen Bodenpunch machen, dass alles wegfliegt. Ja. Die ist einfach wie groß? 3 Meter? Ja. Die ist halt so voll die. Das sah man nicht so krass, ne? In der Passage. Dass ja, so groß doch. Ist. Also, wenn du quasi die Bilder nebeneinander hast, mit aus der Perspektive von Heisenberg und dann von ihr, du siehst schon, dass du so mehr auf die Charakter drauf guckst. Was geht denn hier ab? Ernährungsberatung. Wow. Rated mit 6 Leuten. Yeah, vielen lieben Dank. Das ist Markus Kostüms praktisch. Hello Markus, hello. Was geht ab? Markus Kostüms, das ist der Marco. Mark, nicht Marco. Habe ich auch den Fehler gemacht. Er wird Mark genannt. Ah, okay. Hallo Marc. Ja, schön, dass du da bist und Hallöchen an alle Raider, die hier mit am Start sind. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Recap zum gestrigen Capcom Showcase. Wir gehen mal hier das Showcase einmal durch und labern ein bisschen darüber. Retrokater schreibt, was ich nur schade finde, ist, dass Capcom nicht vorher an DLCs gearbeitet hat. Bei Resi 7 haben sie ein DLC nach dem anderen rausgehauen und bei Village sagten sie nur, wie, ihr wollt noch mehr? Finde ich echt schade. Mir gefällt das Setting und ich hätte schon viele Ideen dafür. Ja, ich finde vor allen Dingen, die hätten, weil die sich ja quasi im Hauptspiel nicht so sehr auf Horror konzentriert haben, sondern mehr auf Action, hätten die, so wie bei The Evil Within, dann DLCs machen können, die sich dann quasi da zumindest mehr auf Horror konzentrieren. Ja. Also hätte ich jetzt vielleicht auch cool gefunden als Rose, wenn man sich da halt nicht wie Ethan einfach nur durchs Dorf ballert, sondern wenn du vielleicht irgendwie flüchten und wegrennen und dich verstecken musst. Na gut, aber du hast doch keine wirklichen Ballerszenen gesehen bei Shadow of Rose. Ja, aber das du siehst schon, dass sie eine Knarre in der Hand hat. Ja, aber es kann ja auch sein, dass sie nur selten schießen muss und wirklich mehr, obwohl sie eigentlich übermächtig ist, die Rose. Das wissen wir ja schon alle, dass sie extrem krass ist. Eigentlich braucht die Kerl, glaube ich, gar keine Waffe. Die kann wahrscheinlich da irgendwie so, was weiß ich, so Baumstämme aus dem Boden rammen lassen oder irgendwie so ein Quatsch. Naja, gucken wir mal. Also, hier der Producer von Resi 8 sagt, The third additional is one you've surely been waiting for. An additional story, Shadows of Rose. Oh, ja, okay. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, weiß auch, wie lang geht's, ne? Wie lange wird's gehen? Und so. Ich sag 2 bis 3 Stunden. Hat die am rechten Ohr so ein. Wer ist das? Ja, das ist die Frage. Wer ist das? Ist das vielleicht irgendwie so ihr, was weiß ich, Therapeut oder so? Oder ein Lehrer oder so? Ja. Keine wichtige Figur, glaube ich. Dafür sieht er zu normal aus. Ich weiß nicht. Wenn du normal aussiehst, dann kannst du nicht wichtig sein. Hallöchen, ja, Babyfuß. Einen wunderschönen guten Tag. Aus. Ja. Babyfuß, was gab?
Ernährungsberatung schreibt, ich gehe lurken, habe den nächsten Termin. Alles klar, Ernährungsberatung. Vielen lieben Dank für deinen Raid nochmal. Bis demnächst. Und ja, ich wünsche dir noch, oder wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei deinem nächsten Termin. Ja, ich glaube, das könnte irgendwie so ihr Therapeut oder so sein. Wir sehen ja gleich nochmal. Wir geben jetzt einen Tipp ab. Du sagst Therapeut, ja. Ich sag Lehrer. Okay, okay. Alles klar. Wo sind die da? Das sieht aus wie, könnte, oder ist das vielleicht ein Dude von der BSA? Weil hier ist anscheinend auch so ein Kanister mit dem Megamyzen. Man sieht ja gleich, wie sie den so in der Hand nimmt und alles anfängt zu leuchten. Und dann praktisch fängt das DLC an, vielleicht so. Irgendwie. Ja. Sie betritt das Unterbewusstsein des Megamyzen. Genau wie bei den zwei Myzen, das ist so geil einfach. Genau, was Chris in Europa macht, ist egal, aber Hauptsache, man sieht, wie Rose durch ein Traumschloss und eine komplett surreale Welt läuft. Aber vielleicht sparen sie sich ja das mit Chris in Europa dann für Resi 9 auf. Wer weiß. Sieht wie ein Labor oder eine Art Lager aus, gegebenenfalls stimmt, schleichen. Es könnte auch ein Klassenraum sein, praktisch. So ein geheimer Raum in dieser privaten Einrichtung, wo sie zur Schule geht, praktisch. Ja. Ja. Quasi so ein Raum hinterm Raum, wie bei All of Us is Dead. Ja. Ach Gott, ey, das ist... Salut, ihr Lieben. Krummi TV. Moin, moin, mein Lieber, oder mein Liebe? Moin, Lieber, oder? Ich weiß gar nicht. Nein, Krummi ist ein Typ. Ich weiß nicht, ich sehe viele nur bei dir im Stream und dann kommen manche auch bei mir ins Stream rein, bei dir sind sie dann nicht da. Das ist immer so ein bisschen, manche Leute sieht man immer zum ersten Mal. Das ist immer ganz lustig. Aber den Krummi kennt man, Chevy. Ja. Was ist los mit dir? Ich bin ein Kerl, sagt der Krummi. Natürlich ist der Krummi ein Kerl. Ey, ich hab so viel Scheiß im Kopf, Leute. Das stimmt. Das kann ich so nur unterschreiben. So, machen wir mal weiter hier. Also, der Megamyzen fängt an zu leuchten. Rose streckt so Jedi-mäßig die Hand aus. There she meets a girl who looks just like her. Ja, das ist auch einfach dasselbe Charaktermodell wie Dingens. Ich finde, die alte hier... Ja, ich finde, die alte hier sieht einfach original aus wie Claudia aus Silent Hill 2. Mit den langen, platten Haaren und diesem schwarzen, langen Kleid. Die Rose nicht so... Die hat andere Haarfarbe, gell, praktisch. Ein bisschen. Rose hat ja mehr so ein bisschen rötlich, oder? Nein. Nicht? Nein, die haben beide blonde Haare. Okay, dann sah das nur so aus. In this mysterious realm of consciousness, time and space is wrapped beyond recognition. Okay. Ja, das ist wirklich so ein Gedankending. Oh shit, Alter, das sah jetzt aber echt schlecht aus. Warte mal, ich mach nochmal kurz. Guck mal, das sieht irgendwie ein bisschen billig aus hier, oder? Obwohl, nee, das geht eigentlich, das sind die Kappen von den... Billig, ja, okay. Aber das hier scheint auf jeden Fall irgendwie... Ich sag, die ist da gerade bei der BSAA. Und die BSAA hat so einen Teil von einem Megamyzeten und Rose will dann... Sie merkt, also sie stört das, dass sie diese Kräfte hat und sie will dann da rein, um quasi die Kräfte loszuwerden. Mhm. Ich sag, das gehört hier zur BSAA. Und ich sag, der Typ gehört auch zur BSAA. Rose is guided by a being who calls himself Michael. Michael. Rose is guided by a being who calls himself Michael, who might be of assistance with removing her powers. Das ist doch safe eine Falle. Ey, liebe Kunis im Chat, was sagt ihr? Ist euch das auch ein bisschen zu Fantasy-mäßig? Oder sagt ihr, nee, ist top, wenn das ja alles nur in der Gedankenwelt spielt, ist super. Was ist in Europa macht, könnte man in... Achso, was Chris in Europa macht, könnte man in Teil 9 sein. Ja, obwohl, wenn man ja eh weiß, was danach dann mit Rose passiert, was für eine Tragweite hat das dann noch, ne? Wenn du ja eh weißt, okay, es wird wohl gut ausgehen, ansonsten... Wäre die Welt kaputt oder so? Mal gucken. Aber Shadows of Rose is set completely in a third person perspective. In the realm of consciousness. Auf jeden Fall düsterer gemacht, ist schon mal cool, finde ich. Ja. Also der Ort, wo sie ist, nennt sich Realm of Consciousness. Was heißt denn Realm? Ebene. Ebene des Unterbewusstseins halt praktisch.
Ne, Consciousness ist ja Bewusstsein. Bewusstsein. Die Ebene des Bewusstseins. But the world itself seems to be attacking you. Enjoy the horror of the world itself being your greatest enemy. Okay, ich bin gespannt. Ja. Was steht da? New? New Year. And happy New Year. Das ist geil, wenn man so 4K-Trailer guckt, da kann man dann ein bisschen mehr... New You. Vaccine, kann es auch sein. New Vaccine. Da drauf steht New You, also das neue Du. Ja, das kann auch sein, ja. New You. Wenn es nicht weitergeht, wie gesagt, ich weiß nicht, was für ein... Wie die Buchstaben, was sie heißen und so. Kann auch sein, dass es eigentlich ein V sein soll, ich weiß nicht. Als Gedankenwelt, um sie zu manipulieren, okay, aber grenzwertig. Es muss sehr auf die Balance geachtet werden, finde ich auch. Hallöchen, lieber Ganyev. Hallihallo, mein Lieber. Booyakasha. Das, ach komm, egal. Wie so ein kleines Kind sind die da aus. In addition, Resident Evil Village Gold Edition, a bundle of Winter's Expansion with the base game. Plus die Winter's Expansion, okay, ist die Gold Edition, ja klar. Okay, sie haben es erklärt. Also du kannst dir die Gold Edition holen, da ist alles drin. Du kannst es dir aber auch als DLC runterladen. Ja. Okay, gib deinen Tipp, Chevy, was kostet das? Alles zusammen? Ich glaube, ja, du kannst alles einzeln runterladen. Du kannst sagen, ich will Shadows of Rose Expansion, ich will die Mercenaries Ding und ich will das Third Person, dass du das einzeln runterladen kannst. Das glaube ich. Mit dem Pack wahrscheinlich so um die 20 Euro kosten, gehe ich von aus. Und ich denke mal, dass es so sein wird, dass Shadows of Rose so um die 8 Euro kosten wird und Mercenaries, also 3 neue Charakter sind 3, 6, 9 Euro bis 10 Euro und Third Person auch nochmal 10 Euro ungefähr. Ich sag, du kriegst das nur im Bundle und das wird entweder 24,99 oder 29,99 kosten. Das wäre halt zu teuer, weißt du. Und ich will, das Ding ist ja halt, wenn einer den Mercenaries-Mode nicht spielt, warum soll ich das holen? Es wäre halt dumm. Deshalb hoffe ich, dass sie das splitten. Es wäre total dumm einfach. Ja. Wäre es auch, aber ich glaube, sie machen es trotzdem. Tim Rooney sagt sogar, ich sag 40. Okay, das fände ich krass. Zusammen mit den Rätseln und Horror, auch das, was mich an Resident Evil so fasziniert und angesprochen hat. Der Chris hat gerade noch geschrieben, also mir gefällt das Silent Hill und Evil Within-mäßige nicht so. Ah, jo, ja. Ist halt jeder andere Geschmack, ne? Ich sag mal, ich finde auch so ein bisschen zu krass übertrieben. Also wenn's nur so mit diesem Übernatürlichen kommt, wäre es auch zu krass, finde ich. Aber es ist ja praktisch eine Gedankenwelt, von der das halt alles erlaubt, wie Evil Within halt auch, ne? Ist klar. Ja. Da kann alles gehen. Da haben sie sich anscheinend ein bisschen inspirieren lassen, die Guten. So, okay, 28.10.22. Kommt auch noch für die aktuellen Konsolen raus. Achso, okay, hier haben wir die Szenen aus Resident Evil Reverse. Okay, und das soll dann anscheinend auch Ende Oktober erscheinen. Habe ich Bock drauf, also ich freue mich drauf. Lustiges Ding sei mal zwischendurch mal ein, zwei Stündchen mit Leuten zu zocken. Ja, also Leute, wenn ihr Resi 8 habt, markiert euch jetzt schon mal im Kalender vor 28.10. und dann zocken wir zusammen Reverse. Tim Rooney sagt, die Gold Edition wird 40 Euro kosten. Oh ne, so billig, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also mindestens 69, glaube ich. Also, meinst du? Also, das DLC-Pack vielleicht, das wäre auch schon viel mit Twitch, aber Gold Edition mindestens Vollpreis. Glaube ich auch. 50 bis 69 Euro. Ja. Die Expansions, denke ich aber, werden einzeln runterladbar sein. Das hoffe ich wirklich. Also, ich würde mir auf jeden Fall die Third-Person-Mod holen und den DLC natürlich, aber Mercenaries bräuchte ich jetzt Hab nicht. Hab ich gestern nicht geguckt, dann sage ich nicht, okay, Gandhi, was meinst du? The main story of... Also ich habe mir das schon komplett angeguckt. Du kannst einfach Resident Evil 8 auf dem Mac spielen. Was kann man überhaupt auf dem Mac spielen? Oh, PS4. Ah ja, stimmt. Ja. Wie gesagt, es bockt mich halt persönlich nicht mehr, weil ich weiß halt, was kommt. Also ich muss ehrlich sagen... Sekunde. Ja.
VR ist schon geil. Also die Szene würde ich mir in VR auf jeden Fall ein paar Mal reinziehen. Generell, wenn sie es von oben siehst, praktisch ist immer auf VR gut. Ist schon cool. So ist ja nett. Auch mit den zwei Waffen und so finde ich geil. Ja, das finde ich, da habe ich mich ein bisschen gewundert, dass er auf einmal eine zweite Knarre in der Hand hat. Finde ich auch irgendwie geil, aber das ändert ja dann. Ja, das ändert ja dann auch voll was so am Gameplay, ne? Ja, das kommt mir zu badass vor einfach. Das ist auch praktisch die Gegner nicht mehr so schwer, weil du hast doppelten Schaden. Ja. Und das ist einfach zu viel für den Ethan. Ich weiß nicht, ey. Das ist so ein normaler Typ eigentlich an sich. Und dann läuft er mit so. Also, Darth Marvelous schreibt, ich hatte es so verstanden, dass es gar nichts kosten wird. Das geil. Komplette Expansion Pack. Ja, hätte ich nichts dagegen, aber. Ja. Akimbo Ethan, ja genau. Oder Ethan Croft mit zwei Knarren. Ja, das kann gut sein. Also die Gold Edition mit allem zusammen. 70 Euro ist vielleicht sogar echt ein reeller Preis. Vielleicht sogar mehr. Und wenn es reduziert ist, dann hole ich mir das. So. Also dann Ende nächsten Jahres. Als nächstes kommt ein Game, was vor ein paar Tagen schon announced wurde. Was könnte das sein? Resident Evil 3 Remake 2. Im Fourth Person. wie ich sagte, die DLCs einzeln runterladbar und die Gold Edition 40 Euro. Hast du nachgeguckt? Ist das safe so? Weil dann hole ich mir direkt die Gold Edition. Ja, JC Giga, RE Reverse wird es auch ab dem 28.10. geben. Wie ich sagte, die DLCs einzeln runterladbar und die Gold Edition. Aber es wäre dumm. Für 40 Euro, die Gold Edition wäre schon extrem, Alter. Das wär krass, finde ich jetzt. Eine Gold Edition von einem relativ neuen Spiel wäre es schon billig. Ja. Boah, wie mir schreit, wird nicht nützlich. Ich glaube es kaum, dass sie nützlich werden wird, groß. Also die Frage ist, vielleicht versuchen sie es nützlich zu machen, ob du es als Spieler dann auch benutzt, ist die andere Frage. Also in den Leaks, die rauskamen, haben die gesagt, dass Ashley auf jeden Fall eine tragendere Rolle haben wird. Also quasi nicht so dieses wehrlose Mädchen, was die ganze Zeit beschützt werden muss, sondern dass sie auch quasi Leon aktiv unterstützt. Also dass sie irgendwie, keine Ahnung, mit einer Holzplanke den Gegnern versucht, eins überzubraten oder die abzulenken oder irgendwie so. Eine tragende Rolle, sie trägt also mehr Kleidung. Das genau. Haben wir jetzt da gesehen. Okay, hier sehen wir jetzt einfach original nur die Szene aus dem letzten Trailer. Ist das jetzt einfach der komplette Trailer wie beim letzten Mal? Ja, klar. Boah, dann hätte ich aber, glaube ich, mit der Ankündigung bis jetzt gewartet, oder? Ja. Ich finde, was ich geil finde, ist, dass sie jetzt bei den Remakes immer dieselben Schriftzüge nehmen. Ich finde es cool. Finde ich auch. Ich hab's nie gemocht, immer so andere Zahlen, andere Nummern, alles so voll übertrieben immer wieder. Das ist irgendwie, braucht man nicht, finde ich. Hier haben wir jetzt einen ersten Blick auf Leons komplettes Gesicht, also nicht nur von der Seite oder so halb im Schatten. Also das so haben wir schon im Trailer gesehen. Nee, du hast den nur, also die Szene hast du gesehen, aber von der Seite. Und dann hat er so ein bisschen weggeguckt. Und auf den Coverbildern und so war sein Gesicht auch immer im Schatten, wie bei Ethan. Okay, kann sein. Ist ein bisschen so düster aussehen, Fall. Ja, ein bisschen, ich würde sagen, vielleicht Augenränder und so. Ja, vielleicht ein Ticken dünner sogar noch als im Resi 2 Remake. Ja, so ein bisschen abgemagert. Aber auf jeden Fall auch erwachsener. Also, der sieht ein bisschen maskuliner aus, der gute Leon. Ich würde Leon mit Bart voll feiern, ey. Ich weiß nicht, ey. Also, in den Filmen hat er immer Bart. Drei Tage Bart. Blonder Bart, so richtig schön. Nightshade Kiria schreibt, bei den Rätseln, Erkunden etc. kann man sie ja gut einbinden. Ich sehe sie nicht als bewaffneten Sidekick und ja, neue Klamotten bei ihr und allgemein fände ich cool. Nee, also dass sie da jetzt mit einer Knarre rumrennen und auch irgendwie Ganados wegklatscht, glaube ich jetzt nicht. Aber keine Ahnung, wenn Leon jetzt irgendwie von vorne angegriffen wird und Ashley kommt dann quasi von hinten und brät einem so eins über zur Ablenkung oder so, fände ich schon cool. Also. Ja, ich weiß nicht, ob es von der Mechanik her vielleicht zu extrem hohe Erwartung ist. Du musst ja praktisch in jeden Kampf eine Alternative einbinden. So wie er gerade steht, so was gerade in der Nähe ist, weil nicht überall steht eine Pfanne rum zum Beispiel oder irgendwas, ja. Also sie müssen praktisch mit allem interagieren können.
Chevy, das nennt sich KI, das ist jetzt nicht sowas Neues. Ja, ich weiß nicht. Ja, so krass, ich weiß nicht. Mit allem praktisch hintergehen, weißt du? Im Resi 2 Remake hatte er noch Babyschmerz, sagt Jesse Giga. Da war er auch noch ein junger Bub. Genau. Jetzt wollte er, will halt Model werden. Da muss er ein bisschen magerer. Ist halt so. Ah, der sieht schon cool aus, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber Resident Zügen, Evil 4. Von sich Zügen auch auf jeden Fall sehr viel dünner, finde ich einfach. Hi, everyone. So überlegst du schon, wie seine Nippel aussehen, fragt der Tim. Von wem? Von Lian? Also was man sieht, sieht schon nice aus. Ich mag das nicht so fertig. Ja, wird schon cool, glaube ich. Also ich freue mich drauf. Die zeigen ja jetzt gleich nochmal ein paar Gameplay-Szenen aus dem Vierer-Remake, also wo Lian da so ein bisschen rumläuft. Hier zum Beispiel das Bild hatten die gezeigt. Aber da war sein Gesicht hier im Dunkeln. Ja. Na ja, gut, klar. The original title special. We'll updating it with modern flourishes for everyone to enjoy when it launches. Aber wenn ich das schon höre, ne? While updating it with modern flourishes for everyone to enjoy when it launches in 2023. Capcom hat immer den Anspruch, das Game für alle Zielgruppen zugänglich zu machen. Und das finde ich das. Für alle Fans von dem Franchise meinen die wahrscheinlich damit, nicht jeder. Weil kein COD-Spieler wird gerne das Spiel wahrscheinlich. Ich hoffe es. Ja, also. Und selbst wenn, was bockt mich das? Naja, das Ding ist halt, wenn Capcom die Haltung hat, dass dies jedem potenziellen Spieler interessant und recht machen wollen, dann kommen halt so Sachen raus wie Resident Evil 6. Weil Resident Evil 6 ist nur so, wie es ist, weil zu der Zeit Call of Duty und andere Ballerspiele voll im Trend waren. Ja gut, dann machen wir Resident Evil auch zum Ballerspiel. So, das Kira schreibt, ich will Beklemmung, Rennen, Verstecken und Herzrasen. Dann spiel Outlast. Also, Amen. Das will ich auch. Aber für ein Pet zum Beispiel. Oder From the Darkness. Chevy? Ja? Die paar Minuten, die du From the Darkness gespielt hast, bist du die ganze Zeit... Ey, ohne Scheiß, du bist die ganze Zeit da immer an einer Stelle umhergetänzelt, nur weil du nicht weitergehen wolltest. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Genau. Ist ja nicht so, als hätte man dir das nicht gesagt. Ich bin in den Zombie gestiegen und alles, hab den Riesenzombie gesehen aus dem Fenster und mir kamen auch Zombies entgegen. Sowas. Okay, liebe Leute, schaut euch bitte nochmal unseren From the Darkness Stream an und sagt, wer auf jeden Fall die gruseligeren Passagen gespielt hat. Dafür muss ich nicht nach Berlin, das bekomme ich hier als Frau auf dem Dorf auch. Geil, Kira. Okay, hier sieht man jetzt so ein paar Szenen aus dem Resi 2 Remake, 3 Remake ja. Und 7, wie es halt... Ach so, nee, die beziehen sich jetzt hier nochmal auf Resi 4, auf die Events, die in 2 passiert sind. Achso, ja, nachdem er das, die Explosion belebt hat. Da sieht er voll mischmoviehaft aus, so lustig, ja. Wie der aussieht. Ist so Das ist ein geiles Bild, oder? Ja. Gibt's das nicht auch noch im Original? Ich glaube, das ist praktisch die Szene, könnte es sein, wo er gerade in der Scheune ist und gerade das Fass umkippt. Ja. Und dann draufschießt, obwohl da noch nicht alles in Flammen ist. Ja, eigentlich. Aber das könnte das echt sein. Pat, lass mein Resi 6 in Ruhe. Nur weil du keine Nippelhaare hast. Hast du eine Ahnung, Angel? Hast du eine Ahnung? Ich musste den danach noch trainieren, schreibt Tim Rooney. Was meinst du jetzt? Trainieren. Lian is dispatched to a quiet village in Europe as part of a mission to rescue the kidnapped daughter of the president. Ja, das kennen wir ja schon. Ich mag diese Jacke, ey. Die ist so cool. Mm. Die sieht so bequem aus einfach. Ey, du kannst dir original diese Jacke bestellen, ne? Ja, ja. Aber die wird wahrscheinlich ein paar hundert Euro kosten. The Ganado, the main enemies of the game, wait for him. Das der sieht geil aus. Ich, ja. Richtig das sexy. Erste, praktisch, glaube ich. Ja. Ich wo denke, man in der Hütte. Die eigentlich so rote Augen haben, das ist praktisch, weil er gerade vorm Feuer hockt und das Licht vom Feuer so in den Augen ein bisschen reflektiert. Ich glaube, das sind aber so rote Augen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben immer so rote Augen. Rote Augen? Ja. Wäre cool. Die sagen da auch in dem Showcase, dass sie die Ganado, also die haben die Hintergrundstory von den Ganados ein bisschen geändert und halt auch eigentlich komplett redesigned. Von daher könnte ich mir schon vorstellen. Ich freue mich auf die Paleheads.
Nightshade Carrier schreibt, lacht, durch Resident Evil 6 habe ich auch so viele Fans kennenlernen dürfen. Das Spiel an sich war meh, aber der Spaß und Austausch machte das Spiel für mich wertvoll. Für mich ist Resident Evil 6 für mich ist Resident Evil 6 wertvoll, weil das so scheiße ankam, dass sie dadurch ihre Richtung geändert haben und Resident Evil 7 so gemacht haben, wie es ist. Geil, bin doch entzündet. Ja, Mann. Ganado ist Spanisch und bedeutet Bindehautentzündung. Oder Hornhautverkrümmung. Genau, keine Option, Chevy. Für was denn? Was meinst du denn jetzt? Das ist was geht im Room. In order to truly bring out the concept of terror of people controlled by madness. Also keine Option für was? Da. The Ganado have been completely redesigned. Ja, bin gespannt. Let's take a closer look at the game. Es gab ja auch das eine Bild damals von Resi 4 und Leak, wo Leon da mit so ganz vielen Taschen überall. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, oder? Denke ich mal. Nee, ich denke mal nicht. Oder vielleicht irgendwie, ich sag jetzt nur mal eine doofe Idee, wenn Leon jetzt in dieses Schloss reingeht, dass er vielleicht irgendwie sagt so, oh scheiße, irgendwie die Horden an Ganados werden größer, ich muss mich irgendwie ein bisschen aufrüsten, dass er dann das sein Outfit nochmal wechselt. Fände ich richtig cool, ey. Aber von woher? Auf einmal hat er dann noch Taschen überall rumliegen. Ja, weil, also der kommt ja quasi in relativ zivil dahin, jetzt mal abgesehen davon, dass er eine Knarre und ein Holster hat, und aber spätestens, wenn er auf die Insel kommt, ist ja quasi alles wie so ein Kriegsgebiet. Also, ja. Ne, ja, die Ganados. Die Sachen, das meine ich jetzt praktisch, weißt du? Und keine Ahnung. Ja. Weiß man nicht. Vielleicht über so einen Helikopter-Drop oder so, kein Plan. In Milchbube zu trainieren, also das meinst du, ja, das ist ja cool, ja. Ganyov, da bekomme ich sogar Bock aufs Remake. Gott sei Dank Third Person, sagt Tim Rooney. Nightshade Queer schreibt, wie meint ihr, machen sie in Resident Evil 4 das Inventarmanagement? Wieder Koffer? Ob der Händler weiterhin so quatscht? Also ich fände es echt eine Schande, wenn die irgendwas am Händler ändern. Der Händler muss genau so bleiben, wie er ist. Also ich glaube, die müssten dann praktisch, die werden es wie beim Achter machen ungefähr, glaube ich. Die werden mehr Munition verkaufen auch und so, denke ich mal. Mhm. Weil es war halt unrealistisch. Du hast alles da gehabt und konntest halt nichts kaufen von den ganzen Zeug. Zusammen sind sie doof. Ja, ja. Babyfu schreibt, mein Bild ist jetzt gerade gekommen von Resi 8. Was für ein Bild denn? Hast du eins bestellt oder was? Sehr cool. Okay, hier haben wir ein bisschen Gameplay zu Resi 4, aber man sieht Leon im Prinzip auch nur da durch den Anfang vom Village einmal latschen. Der läuft so ein bisschen seitlich und so Schultern hoch und so ein bisschen geduckt. Das ist ganz cool. Ja. Ey. So, ich finde generell... Ja, sorry. Nee, als wäre das so, als wird es... Hätte er selbst Schiss praktisch. Ja. Ich finde es auch cool, dass das im Allgemeinen alles so ein bisschen dunkler gehalten ist und so mit Blautönen. Also das Game sieht jetzt schon düsterer aus als das Original. Ob die Insel überhaupt richtig, ob die Insel überhaupt richtig reinnehmen, ich meine so auf die Weise wie im Original. Ich hoffe nicht. Eigentlich könnten die meinetwegen die Insel komplett weglassen und dann quasi diese Labore, die du auf der Insel hast, dann quasi vielleicht unterm Schloss oder so machen. Ich fand die Insel echt... Die Insel kommt schon. Das wird schon. Die Insel wird da sein. Ich fand die so bescheuert. Ich könnte ein ganz Areal wegmachen. Das wäre ja praktisch ganz... Ja, die können doch nicht wie bei Resident Evil 3 Remake ein ganzes Areal weglassen, wie den Park oder wie den Clock Tower. Das können die doch nicht machen. Capcom, was denkt ihr, wer ihr seid? Aber das Ende haben sie ja trotzdem drin praktisch. Also es wäre das Ende eigentlich praktisch, die Insel. Es wäre sozusagen, die müssten ja das Ende rausnehmen. Das meine ich jetzt. Ja, naja, du kannst ja quasi, also du hast ja auf der Insel die Labore. Die Passagen könntest du zum Beispiel unter das Schloss packen, sag ich jetzt mal, dass du Szenen daraus trotzdem schon drin hast. Dann kommst du irgendwie aus dem Schloss raus und dann ist da vielleicht irgendwie der Bosskampf auf so einer Art Bohrinsel oder so. Wie es halt auch im Vierer Original war. Also ich würde es mir wünschen, weil ich fand die Insel echt scheiße. Wenn du da ankommst und auf einmal rennen da alle Ganados in Tarnklamotten und mit elektrischen Schlagstöckern rum, dann diese total bescheuerte Szene, wo die da mit der Gatling Gun ballern und dann kommt der eine noch mit dem Heli. Ich habe echt gedacht, okay, jetzt bist du hier in Call of Duty. Ich fand das so bescheuert. Das passt für mich null zu Resident Evil. Null. Hast halt keinen Grusel mehr dabei, ne? War einfach nur... Ja.
drauf losgeballert. Aber trotzdem finde ich, das muss trotzdem dabei sein. Also vielleicht nicht in dem Geballer-Ausmaß, ja, das sollte man halt auch wieder gruselig gestalten, klar. Aber ich finde, die Insel sollte schon da sein. JC Giga schreibt, die Insel war echt nervig, meinetwegen weg damit unter dem Schloss, die Labs wäre echt besser und irgendwie mehr Resi-like. Ja, finde ich auch, weil du dann halt dieses altertümliche Setting vom Schloss hast und dann irgendwie durch so Geheimgänge oder so öffnet sich da eine Tür und dann bist du in so einem Hightech-Labor. Das war ja zum Beispiel im Spencer-Menschen und so war das auch so. Naja, mal gucken, wir gucken mal weiter. Ich glaube auch nicht, dass sie viel weglassen werden, weil das Spiel an sich gar nicht so lang war, fand ich jetzt. Ich habe es nicht so lang wahrgenommen, das Spiel. Echt? Nee, gar nicht. Also ich habe Resident Evil 4 immer als einen der längsten Teile wahrgenommen. Also das ist halt jeder anders, ne? Also ich finde es nicht so extrem lang. Und dann noch was, ich meine, gut, das haben Resi 3 auch gemacht, ich weiß, haben viel weggenommen. Aber es wäre sehr, sehr schade, weil dieses Spiel auch eins der gehypteren Spiele ist einfach. Wenn sie da was wegnehmen, wäre schon echt scheiße. Ja. Ja, mal gucken. People that played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. Okay, also die sagen schon hier quasi. Ne, wenn ihr Resi 2 und 3 Remake gespielt habt. Hallöchen Sandra. Hallo. Hallo. Hello. Dann, dann werdet ihr quasi familiar sein mit dem, was ihr in Resident Evil 4 seht. Das wäre auch logischer mit Drews Geschichte im Grunde. Ja, bin ich gespannt, was du mit Drews machst. Haben wir jetzt gar nichts gesehen von dem zum Beispiel. Am Ende haben wir ganz rausgenommen, das ist natürlich doof. Okay, guck mal, da steht, Resident Evil 4 Remake wird entwickelt für PS4, Xbox Series X und S und für PC, PS5. Okay, dann kriegen wir auf jeden Fall, dann kriegen wir wahrscheinlich keine Last-Gen-Version mehr. Nee, wäre schon echt scheiße, also da brauche ich unbedingt PS5, wann wir die kriegen, ist halt wieder stehende Sterne, ne? Also wenn du das Geld gerade auf Tasche liegen hast und dich ein bisschen anstrengst, dann kriegst du eine. Also ne, zum Beispiel hier ein Freund von mir, der hat auch 2 Stück. Also eigentlich alle Leute bei mir aus dem Freundeskreis, die eine haben wollten und das Geld so bar auf den Tisch legen konnten, haben eine gekriegt. Wenn du eine haben willst, kommst du auch dran. Du musst dir halt nur diese ganzen, wie heißen die hier, so Telegram-Gruppen und so, du musst dir nur diese Ticker einrichten und halt schnell genug sein, dann geht das schon. Aber Weihnachten. Chevy, du hättest schon 4 von mir haben können. Ja, aber digitale will ich haben. Digitale. Da, sie sagen es nochmal. We are aiming to create a Resident Evil 4 that everyone can enjoy. So please look forward to it. Ja. Oh Gott. Everyone ist keine gute Zielgruppe, Leute. Ich sag's euch. Vor allen Dingen nicht bei Survival. Ich brauche bis Ende des Jahres dann dringend auch eine PS5. Ja, ich auch. Wie gesagt, ganz unten ist Mia mit Rose, in der Mitte Ethan, Chris. Ganz oben lädt die mit Töchter. Geil, Alter. Was? Wer hat das geschrieben? Babyfuß, machst du ein Bild von dem Bild und schickst es uns? Bildception. Capcom, ich genieße Collectors Edition mit Mehrwert, bekomme ich das? Lass dich überraschen, liebe Nightshade. Anon Kajubis schreibt, 2 Fragen hätte ich an euch. Erstens, hat man chronologisch aber nicht Code Veronica vergessen? Ja, eigentlich schon, gell? Ja, hat man. Hätte es nicht mehr Sinn gemacht, erst diesen Teil zu remaken? Wahrscheinlich für viele. Für mich jetzt, ich feiere es voll. Meint ihr, dass auch Resident Evil 5 und 6 ein Remake bekommen werden? Nein, meine ich nicht. Gerade bei Teil 6 wäre ich sehr gespannt. Auch so, und ich hätte gerne noch eine richtige Remake von Resi 1. Oh. Ohne Scheiß, Kaiju, ich habe letztens, also was heißt letztens, vorgestern, mit meiner Freundin nochmal Resident Evil 1 Remake gezockt. Das Spiel ist immer noch perfekt. Also die Grafik ist immer noch mega. Das Gameplay ist einfach, das ist Resident Evil. Besser geht's nicht. Rätsel lösen, Backtracking, erkunden, Zombies abknallen. Also Resi 1 Remake ist quasi für mich die Ultimate Edition von Resident Evil. Klar, du könntest jetzt nochmal
Du könntest jetzt nochmal ein Remake aufmachen, was dann halt modern ist, auch mit Over-the-Shoulder-Perspektive und so, aber ich finde das Remake, was wir haben, an sich schon perfekt. Und ja, ob es ein Remake zu 5 und 6 gibt, da habe ich mir letztens auch Gedanken drüber gemacht, weil irgendwie, ich finde dadurch, dass die Games für die PS3 rauskamen, sind die für mich eigentlich noch nicht alt genug, dass man da ein Remake zu machen müsste. Ja, der Meinung. Wir werden es mal sehen, ob sie da wirklich noch ein Remake machen. Boah, ich weiß nicht, ey. Aber gut, die machen ja auch für Last of Us ein Remake. Also ich glaube, wegen dem Code Veronica Remake, ich könnte mir vorstellen, dass die eventuell nicht so die Traute haben, das anzupacken, weil das ja, also es ist ein vollwertiges Resi, aber schon so ein bisschen eine Side-Story. Und es ist ja vom Original gesehen her auch alles relativ abgedreht. Also ich finde, Code Veronica hat so ein bisschen so Manga-Anime-Einflüsse und das wirkt halt ein bisschen abgespaced teilweise. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass wenn die ein Remake von Code Veronica machen, dass sie das echt von Grund auf, dass sie da auch nochmal die Story und so überarbeiten müssten, dass das halt... Ja. Mal schauen. Fände ich aber cool, wie gesagt, auch für die Leute, die jetzt die alten noch nicht gespielt haben zum Beispiel, wäre es schon geil. Babyfuß schreibt, wo kann ich denn das Bild hinschicken? Am besten mal auf Discord. Wenn du willst, in Links und Bilder einfach mal reinschicken, wäre ganz cool. Zeig mal aus, mein Lieber, was geht ab? Ich hab schon einen Countdown. Ach so, oh, sorry, das habe ich gar nicht gesehen. Alles gut. Ah, okay. Dann lieber Zero, ja, aber bitte nicht so scheiße. Zero wäre doch eigentlich dann ein Teil, den man echt mal sinnvoll im Koop machen könnte, oder nicht? Das wäre richtig cool, ja. Richtig, dass du halt immer so, dass du immer so Passagen hast, wo du zu zweit rumrennen kannst, aber dann halt auch mal Passagen, wo die Wege sich trennen müssen, so wie es ja im Original Zero auch ist. Das ist kein Discord, Fuß, das ist kein Discord. Ja, schick uns auf Instagram. Genau, dann schick uns das gerne bei Insta. Schick über Insta. And Resident Evil 4. Both games are currently in development. Ich habe ja ein bisschen gehofft, dass die noch was zu Resident... dass sie ein bisschen was zu Resident Evil Outrage zeigen, aber ich glaube, das Spiel wird nicht mehr kommen. For those that can't wait for the release, check out the following games. The following games. Please check out the following games. Bam! Oh, ich liebe dieses Lied, ey. Ja, echt. Go tell and noch mal so ein Empfehlung an die Games halt, ne? Nee, das bezieht sich hier auf die Next-Gen-Updates. Die sind seit gestern draußen. Aber eben eine Empfehlung an die Games nochmal, wer da Bock drauf hat, aber ganz ehrlich, ich brauch das nicht. Die sind alle so gut, wie sie sind. Ja. Von der Grafik hier, und ich brauch da kein Next-Gen-Update, ganz ehrlich. Und deshalb, das ist für mich praktisch kein Grund, das nochmal zu spielen. Meine ich jetzt. Nee, also kein Grund, das nochmal zu spielen, aber wenn du es ja sowieso schon in der Sammlung hast und du kannst dir dann halt das runterladen, quasi für, also die sind ja umsonst, ne, diese Next-Gen-Updates, finde ich das schon cool, wenn du dann vielleicht irgendwie in 2 Jahren nochmal anzockst und dann sieht es halt alles ein bisschen besser aus, ist schon okay, aber ist jetzt auch nichts Wildes. Ich denke mal, deswegen haben sie es auch ganz ans Ende der Präsentation gepackt, weil die wissen, dass das jetzt nicht so der Deal ist, mit dem die da jetzt groß Welle machen können auf dem Showcase. Pat, wie lange wollen wir noch live machen? Ich muss ungefähr so eine Viertelstunde weg wahrscheinlich, deshalb. Ja, wir sind gleich durch hier mit dem Showcase. Aber ich sehe jetzt da ehrlich gesagt auch nicht so krasse Veränderungen von der Grafik. Oh, da war der Chevy. Das meine ich ja. Aber kennst du das zum Beispiel manchmal, dann gibt es auch so Grafikvergleiche, PS4-Version, PC-Version, und dann werden immer so Bilder nebeneinander gehalten und du denkst so, ja okay, wenn ich mich jetzt ganz stark konzentriere, sehe ich da einen mini Unterschied. Ja, das ist echt nur für Kenner und für Liebhaber der Grafik. Ja. Das sieht aus, mit Carlos gerade kacken. So Leute, da haben wir den Chevy. Wie schön, also nicht das. Nein, nicht das. Ja, doch, das, also dein Cosplay war schon ultra authentisch, muss man sagen. Ich finde hier, siehst du meine Taschen besser von oben? Ich muss immer nur andere Taschen holen, auf jeden Fall für oben. Ja. Muss noch ein bisschen verbessern. Stars.
Three titles, return to the latest generation. Ja, kannst jetzt alles schön runterladen, das Next-Gen-Update, alles für Lacko. Geil. Ja, es ist schon cool auf jeden Fall, aber dann brauchst du auch erstmal, du brauchst halt auch den Fernseher dafür, glaube ich, ne? Wenn du praktisch einen normalen Fernseher hast, also nicht so krassen Fernseher, dann kannst du, siehst du es auch nicht, oder? Wie ist das? Meinst du jetzt, dass du einen 4K-Fernseher dafür brauchst? Ja, so einen richtig guten auch, oder? Wie ist das? Ja, das, ja, nicht. Ja, das könnte sein, aber was sie gerade zum Beispiel gesagt haben, also die haben jetzt 3D-Audio und die Games haben jetzt zum Beispiel auch Raytracing-Effekte, also ja, dieses mit den echten... Ja, 3D-Audio brauchst du auch wieder einen Kopfhörer, der das macht, ne? Nee, ich glaube 3D-Audio ist das, was auch mit normalen Kopfhörern funktioniert. Ja, okay, ja. Keine Ahnung. Ist schon cool, aber wirklich nichts, was du jetzt als, also brauchst es nicht, meiner Meinung nach. Das sind so nette Zusatzdinger und HDR10, achso. Du brauchst HDR10? Eine PS4. Du brauchst ein PlayStation 5 Ready TV, was ist das denn? Upgrades at no additional cost to digital PS5 Version. Geil. Ach so, das heißt also, wenn du es auf CD hast, dann nicht, oder was? Wahrscheinlich. Okay. Da kommen meistens auch nur wieder Schatten, dass ein bisschen realistischer gemacht wird, sagt Psycholos, ja. Genau. Ey, Moment mal. Moment. Wait a minute. Ja. Sekunde. Dieser schwarze Bildschirm. Ey, guckt euch mal jetzt hier bitte den Schatten von der Knarre an. Ist das nicht vollkommener Bullshit? Ja. Warum? Das wäre jetzt mal lustig. Irgendwie sieht dieser Schatten doch falsch aus, oder? Das ist echt, sieht viel zu big aus, was? Was ist das? Vor allen Dingen, der Schatten passt sich gar nicht dem Untergrund an. Das sieht ja, so aus, als würde da einfach nur so ein schwarzes Ding so in der Luft kleben. Alter, Grafikfehler oder sowas. Das sah nicht lustig aus, ey. Welcome to the family. Ada, wait. Ja, geil. Die haben praktisch die Rollen von Ashley und Ada vertauscht. Ashley Wong und Ada Graham. Nice. Geil. Ja, das war das große Showcase zu Resident Evil. Also es war, gab ja ein Capcom. War schon viel. Also. Ja, also insgesamt, ne, wir haben Shadow of Rose, wir haben die Third-Person-Dingens, wir haben Mercenaries-Mode, wir haben Resident Evil 7, 2 und 3 Next-Gen-Upgrade, Resident Evil 4, habe ich was vergessen? Nö, und Reverse. Ja, die Gold Edition und Reverse, genau. Ja. Ja, ist schon viel, ja, aber nicht viel Neues, das ist das Ding halt wieder, ne? Eben, das ist so, irgendwie, sie haben viel gezeigt, aber vieles kannte man in so ähnlicher Form auch schon. Von daher, ja, also einfach mal abwarten. Zwei Sachen, die mich praktisch bocken, ist das DLC Shadow of Rose und Resi 4 Remake. Der Rest für mich brauche ich nicht. Ja, sehe ich ähnlich. Galios sagt ein Shitload an Monster Hunter. Ja, ich habe auch mal von jemandem gehört, dass Resident Evil für Capcom gar nicht mehr so das Zugpferd ist. Also, das spült natürlich trotzdem eine Menge Kohle rein, aber es ist halt nicht mehr die Haupteinnahmequelle, sag ich mal, ne? Mit Monster Hunter. Ja, Monster Hunter macht unfassbar viel Kohle, ja. Verstehe ich. Du musst mal gucken, was alles an Monster Hunter Games rauskommt. Für sämtliche Konsolen in sämtlichen Varianten und. Ja, es ist schon. Aber ich verstehe das nicht. Ich habe das damals, wo ich Final Fantasy 10 gekauft habe als CD für PS2. Mein allererstes Game für die PS2. Ich habe mir praktisch PS2 gekauft mit Final Fantasy 10 und Kingdom Hearts. Ja. Und da war ein CD drin von Final Fantasy 10 und hinten dran war ein Demo drin von Monster Hunter. Ja. Und. Boah, ne. Und jetzt auch, ich habe ja auch Monster Hunter World, habe ich auch hier drauf. Also so nix, gar nichts für mich, ey. Bäh. Ja. Ich echt nicht. Ich bin da auch nicht so warm geworden mit. Ja. Ich dachte, du warst voll der WoW-Suchti. Ja, aber es passt halt nicht zu WoW. Es ist halt nicht WoW.
Okay. Naja, liebe Leute, das war auf jeden Fall unser Recap zum Showcase. Kleiner Spontan-Stream hier am Start. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ein paar von euch kannten nicht schon alles und haben vielleicht ein paar neue Infos hier bekommen. Ansonsten, denkt daran, heute Abend gibt es Zoom 3. Genau. Dann gibt es den Pad mit Silent Fear The Room, was er hoffentlich durchspielen wird. Auf jeden Fall. Und wir ziehen durch, Leute. Pad mit Tormented Souls, auch richtig cooles Game. Und nächste Woche gibt es ein kleines Special mit uns beiden. The Inner Within 2. Der Pad wird das zocken. Als Vorbereitung für unseren Podcast demnächst. Und ich bin dabei, also wir werden praktisch das zweite Spiel zocken. Und am Samstag nächste Woche 12 Stunden streamen Resi 5. Genau. Und am Freitag kommt eine neue Podcast-Folge raus, ein kleines Special zur Dokumi. Hört da auch gerne rein. Und ja, ansonsten, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Dankeschön, dass ihr alle am Start wart. Bis denne. Und nachher geht's noch ein bisschen weiter bei mir ein bisschen wahrscheinlich. Mal schauen. Alles klar. Ciao. Tschüssi.